Herzlich willkommen zurück zu Animal Crossing Happy Home Paradise. Im letzten Part haben wir ein unglaublich cooles WC gemacht. In dem Part schauen wir uns mit Tillmann anscheinend dem Erfinder von Toasties an, was eine gute Farm ist. Wir machen heute eine Farm, so wie es aussieht. Tillmann, sehr, sehr komischer Name. Ja, fehlt auch ein bisschen. Friedliche Farm. Oh, mit einem Traktor. Okay, okay. Und einer Stiel-Kettensäge. Aber das kriegen wir hin. Das wird, glaube ich, super easy. Suchen wir uns das aus. Was sieht hier nach Farmgebiet aus? Das muss schon so ein bisschen im Wald sein, oder? Wo waren denn jetzt... Das ist voll das geil. Was sind das für Bäume? Die habe ich auch noch nie gesehen. Voll das coole Gebiet. Nee, es muss schon mehr im Wald sein. Es ist immer recht übel, wenn man nicht das richtige Grundstück findet. Oder anfangs nicht das richtige Grundstück findet. Und sich dann für eins entscheidet, was eigentlich super cool aussieht. That's it. Ich glaube, das wird für Tillmann sehr gut passen. Wir schauen einfach mal. Sieht nach einem sehr coolen Grundstück aus. Da können wir sicher viel rausholen. So, cool. Wir machen erstmal einen krassen Garten. Es ist nicht so viel Fläche. Aber es muss auch nicht so viel Fläche sein. Muss das andere Zeug drin sein? Ich glaube nicht. Wir platzieren jetzt einfach mal die drei Sachen. Ich glaube, das sind die wichtigsten. Und dann ein bisschen Weizen, eine Vogelscheuche, ganz klar ein Bienenstock. Was haben wir denn sonst noch? Ein Rasenmäher wäre auch noch sehr wild. Dann ein Gartenwasserhahn oder ein Grundwasserbrunnen. Ein Gartenfels, ein Gartenstein. So eine Tränke, ein Holzeimer. Und Feuerholz. So typisches Bauernzeugs halt. Cool. Fangen wir an mit dem Brunnen. Ich würde den gern hier am Rand platzieren. Aller. Wer ist denn das Spiel? Das hab ich echt vergessen. Stardew Valley. Stardew Valley hat doch auch so Brunnen am Rand. Dann nehmen wir natürlich noch einen Nadelbaum. Wir können aktuell Lichternadelbäume verwenden. Da ich das jetzt zu Neujahr aufnehme, tatsächlich. So. Coolio. Und den hier sollten wir am besten nochmal kurz duplizieren. Also kopieren und dann machen wir am besten hier oben noch ein. Geht das nicht? Okay, schade. Schade, schade, schade. Aber wir ändern den ab. Genau. Und tun mal so. Als ob hier Holz gemacht wird. Mal diesen Gartenstein manchmal da oben hin. Ich glaube, der kommt da echt gefährlich. So, und hier am Wasser machen wir dann die krasse Farm. So. Cool. Cool, 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 cool. Auf der anderen Seite können wir nichts mehr platzieren, leider. Was ist das hier? Auch ein Fels. Passt hier oben leider nicht mehr hin. Können wir aber hier hinten hinlegen. Und hier ist so eine Art Vogeltränke. Die
Können wir auch noch irgendwo platzieren. Ich weiß nur nicht, wo. Der Eimer kommt natürlich hier hin. Dann, ich weiß nicht mal, ob Bienen irgendwie Wasser brauchen. Wahrscheinlich nicht, oder? Das Bienenhäuschen machen wir hier hinten hin. Sind natürlich Waldbienen. Und dann löschen wir es aus Versehen. Wunderbar. Wo ist es denn jetzt nochmal? Hallo? Ah, hier. Was ist Bambus-Bento? Oh, eine Bento-Box wäre natürlich auch wild. So, passen wir das mal an. Let's go. In Gelb sieht es, glaube ich, echt gefährlich aus. Ja. Und dann einfach zwei nebeneinander. Und das können wir wegmachen. Und ich gucke gerade mal, ob wir noch unter Sonstiges ein Wespennest haben. Sieht aber leider nicht danach aus. Schade. Den Traktor können wir mal hier hinstellen. Und das hier können wir mal hier platzieren. Und natürlich anpassen, weil mir gefällt die Ziegeloptik absolut nicht. Und hier können wir mal ein bisschen so Holz hinlegen, als ob es so gestapelt ist. Drei ist vielleicht sogar zu viel. Obwohl, warte mal, können wir auf den Baumstamm selbst noch was platzieren? Nee, schade. Entfernen wir. Den hier brauchen wir auch nicht mehr. Sieht gut aus. Finde ich gut auf jeden Fall. So, und hier haben wir eine Schubkarre. Das hier entfernen wir auch. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen Weg. Traktor können wir hier platzieren. Machen wir mit dem Weg weiter. Der Weg wird sehr, sehr wichtig. Wir fangen mit einem normalen Weg hier an. Und der verläuft sich dann hier so ein bisschen. Aber wir nehmen ja natürlich nicht nur Pflastersteine, sondern wir nehmen auch so ein... Nehmen wir einen Trampelpfad oder schwarze Erde? Wir nehmen Trampelpfad. Und ein bisschen schwarze Erde. Wir bringen da jetzt ein bisschen Verwirrung rein. Und da das ein Waldgebiet ist, ich würde hier gerne noch schwarze Erde hinmachen, weil hier steht ja der Schubkarren. Passt so ein bisschen rein, finde ich. Und gehen wir zurück zum Möbel. Oh, stimmt, wir können ja noch so unterschiedlich große machen. Das ist ja voll cool. Sieht dann cool aus. Dann sieht es hier nach nachhaltiger Forstwirtschaft aus. Es wächst alles ein bisschen nach. Und warte mal, wir kopieren das am besten gerade nochmal. Platzieren hier noch so ein Fichtensetzling. Was fehlt jetzt noch? Unkraut fehlt jetzt noch oder Blumen? Blumen, Blumen, Blumen. Wir beginnen mit Blumen, glaube ich. Was wächst denn so im Wald? Im Wald wachsen keine Hyazinthen, keine Blumen, aber irgendwie so Kornblumen. Sowas oder sowas. Ja, ein bisschen Biodiversität sollten wir da schon reinbringen. Sehr schweres Wort. Biodiversity. Einfach unterschiedliche Gattungen einer Pflanzengruppe. Unterschiedliche Arten, die trotzdem irgendwie zur gleichen Gruppe gehört.
man oft in Aquarien oder so, wenn man mehrere Salmlerarten hat oder mehrere Karpfenarten, hat man auch eine gewisse Biodiversität. Oder wenn man in einem deutschen Fluss mehrere Welsarten hat, hat man auch Biodiversität. So. Oder allgemein mehrere Fischarten. So. Unkraut brauchen wir noch. Unkraut. Leuchtmoos wäre vielleicht auch was. Wir können beides irgendwie so ein bisschen. Bisschen verstreuen. Finde ich, sieht sehr cool aus. So, dann gehen wir mal in den Raum rein. Ich finde, für die Außenanlage hatten wir jetzt sehr viele Ideen. Der Brunnen gefällt mir noch nicht. Da habe ich eine bessere Option gerade gesehen. Da habe ich gerade eine bessere Option gesehen. Das war hier hinten. Sieht doch cool aus. Ich finde es hier richtig cool. Geiler Garten. Hat ein bisschen was von Farmville. Gehen wir jetzt kurz noch rein. Hier haben wir mehrere Sachen, die wir nicht mehr benötigen, weil alles schon draußen steht. Heißt, wir entfernen hier alles. Und dann gucken wir mal, was wir hier machen können. Auf der gleichen Raumgröße, die uns vorgegeben ist. Ich glaube, viel können wir nicht machen. Wir gucken mal, es bietet auch nicht so wirklich viel. Wir können auf Bambus machen, wir können auch hier so eine Alpentapete machen. So Alpengrund. Oh, die Musik ist schön. Gut, was können wir hier noch machen? Hat der nicht ein Bett oder so? Was ist ein Regal? Ja, die Inneneinrichtung wird ein bisschen lame. Wir können auch nicht alles benutzen. Gartenschlauch würde ich jetzt hier auch nicht benutzen. Könnte man aber noch draußen platzieren. So. Und es passt irgendwie alles zusammen. Cool. Kann man hier die Farbe noch ändern? Tatsächlich. Passt besser. So, dann habe ich jetzt gerade eben noch was gesehen. Diese Bento-Box. Wir haben hier einen Laubhocker. Den können wir nehmen. Ein Strohbett haben wir. Doch ein Bett. Eine Holzkiste. Sehr gruselig, was da gerade für Musik abgespielt wird. Das Strohbett machen wir mal hierhin. Kann man das noch anpassen? Tatsächlich? Machen wir es ein bisschen grüner. Passt da besser rein. Und hier hinten ist so der kleine Essbereich. Hier gibt es sogar Aufkleber, lol. Okay, krass. Das ist eine Obstkiste. Aber nicht in schwarz. Wir müssen die Farbe nochmal ändern. Wir nehmen sie in weiß. Passt jetzt so semi-gut rein, aber passt gut zur Bento-Box. Die wir natürlich noch anpassen können. Oh mein Gott, ich habe so Bock auf die Reisbällchen. Heilige Scheiße. Gut. Licht haben wir keins, glaube ich. Da haben wir jetzt echt kein neues bekommen. Nur so ein Licht für draußen. Okay, cool. Gefällt mir ein bisschen mehr als die Toilette vom letzten Part. Die war ein bisschen groß. Da hätten wir den Raum kleiner machen können. Wir hätten ja die Raumgröße anpassen können.
Oh, hier draußen sieht aber schon geil aus. Ich fühl's hier voll. Gut, fügen wir noch den Schlauch hinzu, den wir gerade eben gesehen haben. Wo ist er denn? Hier ist der Gartenschlauch. Den nehmen wir auch gleich mit. Warte mal. Zack. Meistens wird man den so nehmen wahrscheinlich. Und dann passen wir den natürlich auch der Umgebung an. So, was haben wir denn noch? Ist alles sehr naturell belassen hier. Den Generator, wir sind ja Gott sei Dank nicht auf dem Festival. Ah, das ist ein Lagerschrank. Einen Schuppen können wir noch platzieren. Einen Schuppen können wir noch platzieren, aber da müssen wir noch ein bisschen umgestalten. Wenn wir den Schuppen hier platzieren. Obwohl. Ja, das sieht doch cool aus. Jetzt müssen wir noch kurz die Farbe hier abändern, damit sie passt mit dem. Mit dem Haus. Ich glaube, das hier war die richtige. Oh mein Gott. Ich liebe es. Was ein krasser Scheiß. Okay, gut, cool. Ich wäre fertig. Wie hole ich den anderen wieder hier raus? Ah, der war schon draußen? Auf die Arbeit bin ich jetzt stolz. Also die Gartenarbeit ist halt echt krasser Scheiß. Wie weit bist du denn mit dem Ferienhaus, Schmatzi? Es ist fertig, Tillmann. Boah, echt? Jetzt kann ich endlich wieder Toasties machen. Heißt die Firma, wo die Toasties macht? Die heißt doch Tillmann, oder? Wer nicht weiß, was Toasties sind, das ist irgend so was Gottloses, also so Pressfleisch eigentlich. Aber es ist eigentlich so Schnitzel für den Toaster. Was eigentlich unglaublich, also es klingt nicht nur ekelhaft, es ist auch ekelhaft. Ja, weil, wenn die Motorsäge vibriert, da kriegst du einen Abgang, Tillmann. Hm? Okay, da kann ich kein gescheites Bild machen. Sehr cooles Grundstück. Finde ich cool. Und wir haben es echt in einer super Zeit hinbekommen von 17 Minuten. Da hatten wir schon mehr Kreativitätslücken, sagen wir es mal so. Also, danke Tillmann für deinen Auftrag. Wir schicken dir die 7% Rechnung dann per Post zu. So, 9000 Poki. Wunderschön. Und ich würde sagen, das war's dafür heute. Danke fürs Zuschauen, wenn ihr den Part gefallen hat. Lasst Daumen noch rum da, wenn ich Plasma Schuh. Im nächsten Part geht's weiter. Wir sind hier noch lange nicht fertig. Tschüss und bis bald.